Habt ihr euch eventuell schon Gedanken gemacht, ob euer nächstes Auto ein Elektrofahrzeug ist? Bestimmt. Aber was ist das größte Argument, das dagegen spricht? Nicht nur die neue Technik, sondern vor allem auch der Preis. Elektroautos sind im Normalfall sehr teuer. Aber wenn wir schon mit der Tradition brechen, den Verbrenner abzuschaffen und auf ein Elektrofahrzeug umzusteigen, warum dann nicht auch auf einen komplett anderen Hersteller als die renommierten? Wie wäre es da zum Beispiel mit dem iWays U5? iWays, eine junge Marke, gerade knapp 5 Jahre alt und erst seit 2020 auf dem deutschen Markt erhältlich, hat mit dem U5 ihr erstes Modell in den Markt eingeführt. Ein Midsize-SUV, also ein Mittelklasse-SUV hier. Und den möchte ich mir heute mit und für euch genauer anschauen. Ich nehme ihn jetzt mit auf meine Verbrauchsrunde. Da kommt ihr natürlich mit. Ich erkläre euch alles zum iWays U5, wie er sich fährt, was die Technik ist, wie die Platzverhältnisse sind und natürlich auch, was er kostet und am Ende, was er verbraucht. Und wenn ihr Spaß dran habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls noch nicht getan, das ganze Video liked und mir vor allem unten in die Kommentarbox eure Meinung zum iWays U5 hineinschreibt. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß, anschnallen, einsteigen und losfahren. Wer sich einen iWays U5 kauft, der wird als erstes schon durchaus öfter mal angeschaut, denn Verwunderung ist groß bei den Teilnehmern außenrum, denn man kennt das Auto gar nicht. Das Design wirkt etwas bekannt, aber auch neu, wenn man sich das so anschaut. Gerade die sehr cleane Front mit sehr glatten Flächen, den schmalen Voll-LED-Scheinwerfern, oder aber am Heck mit dem breiten Leuchtband aus LED-Beleuchtung. Das sorgt dann schon für einen ersten Aha-Effekt. Man sieht keine Auspuffendrohre, das heißt also, es ist relativ klar erkennbar. Es handelt sich hier um ein Elektrofahrzeug. Aber ich finde das Design sehr gefällig. Auch die Größe entspricht ungefähr einem Volkswagen Tiguan mit einer Außenlänge von 4,68 Meter und einer Breite von 1,87 Meter ohne Außenspiegel bzw. einer Höhe von 1,70 Meter. Das sind stattliche Ausmaße, aber dennoch auch ausreichend kompakt für viele, selbst wenn man in der Großstadt wohnt. Hinter der elektrisch öffnenden Heckklappe verbirgt der iWays U5 einen gut nutzbaren 432 Liter großen Standard-Kofferraum. Das klingt jetzt nicht sonderlich viel, ist es auch in dem Sinne nicht, weil wir nicht so viel Bauraumhöhe haben, aber dadurch, dass es angenehm breit ist, das Ladeabteil, bekommt man auch einen Kinderwagen wunderbar gut hinein. Die Tiefe reicht dazu auch aus. Die Rücksitzlehne ist im Verhältnis 2/3, 1/3 umlegbar manuell. Nichtsdestotrotz, 1550 Liter sind es dann und das sind guter Durchschnitt für diese Fahrzeugklasse. Überdurchschnittlich für die Fahrzeugklasse ist allerdings der Platz im Fond. Wer da einsteigt, steigt angenehm hoch ein, hat einen großen Türausschnitt, kommt wunderbar rein und raus und sitzt dann vorzüglich, hat Beinfreiheit wie in einem Tanzsaal. Also da passt wirklich auch ein Reboarder perfekt hinein. Also da gibt es selbst für großgewachsene Menschen mehr als ausreichend Spiel- und Beinfreiheit vor allem. Die Ausformung der Rücksitzbank ist ebenfalls sehr gut gelungen. Wir haben eine tolle Verarbeitung, haben eine Mittelarmlehne mit 2 Cupholdern, haben Luftausströme in der Mitte sowie einen USB-Anschluss. Eine 12-Volt-Buchse oder ein zweiter USB-Anschluss wären wünschenswert, ebenso wie Sonnenschutzrollos für die Kinder oder eine Sonnenschutzverglasung. Auf der vorderen Sitzen haben wir dann
gut ausgeformte oder sportlich ausgeformte Integralsitze mit in die Kopfstützen integrierte iWays-Logos, sind auch schön eingestickt mit so Kontrastnähten. Die Kunstlederausstattung, die hier im Premium verbaut ist, macht auch wirklich einen guten und soliden Eindruck und ist natürlich auch angenehm pflegeleicht, gerade wenn man mit Familien unterwegs ist. Der Innenraum ist ebenfalls gut und übersichtlich gestaltet. Vor allem da gibt es wenig Schnörkel oder Besonderheiten, die einen hier irgendwo stören könnten. Alles ist gut erreichbar und toll ablesbar. Natürlich dominieren die zwei Displays, zum Beispiel das Kombi-Instrument-Display, welches wir jetzt hier verbaut haben. Das besteht aus drei kleinen Displays und sieht so aus wie so ein aufgeschlagenes Buch, wie ich finde. In der Mitte das große Display sorgt für die Kombi-Instrument-Informationen, für Geschwindigkeit, Akkufüllstand oder aber Reichweite. Auf der linken Seite gibt es das kleine Bordcomputer-Informationsdisplay und auf der rechten Seite ein Display für die Audio-Einstellungen. Das Mitteldisplay, ein 12,3 Zoll hochauflösender Screen, sorgt für die Mediabedienung. Da können wir dann via Touch auf die ganzen Systeme zugreifen, von Fahrzeug, Einstellungen, Radio, Telefon oder Apple CarPlay ist hier verbaut, aber nur über USB-Anschluss. Android Auto gibt es nicht, ebenso wie ein Navigationssystem. Die Klimasteuerung bedient man über ein darunter befindendes Klimabedienteil. Sehr schön auflösend, so hoch glossy, allerdings spiegelt es manchmal ein wenig. Witzig ist auch, man kann das Display ganz normal öffnen, weil sich dahinter ein Ablagefach befindet, nämlich mit einer induktiven Ladeschale, einer 12-Volt-Buchse und dem USB-Anschluss für die CarPlay-Anbindung. Die Materialien sind insgesamt, wie erwähnt, sehr hochwertig, aufgeschäumte Kunststoffe, alles wirkt wirklich sehr solide und gut verarbeitet, es knarzt nichts, es knistert nichts und das will auch was heißen, das Auto ist über ein Jahr alt und hat schon gut 20.000 Kilometer gelaufen. Das zeugt für meine Begriffe schon auf alle Fälle von guter Machart, die wir hier beim iWays U5 genießen können. Auch das Fahren können wir im iWays U5 wirklich genießen, denn es geht kraftvoll voran. Wir haben einen Elektromotor, der 150 kW leistet und 310 Newtonmeter Drehmoment an die Vorderachse schickt. Das sorgt allerdings durchaus mal dafür, gerade so ein bisschen auf jetzt eher feuchterem Untergrund, dass die Vorderräder gerne mal so ein bisschen die Traktion verlieren. Aber wir haben ein sehr gut und feinfühliges, regelndes ESP und Antriebsschlupfregelung. Das System arbeitet also wirklich sauber abgestimmt. Da gibt es nicht irgendwie harte Bremseingriffe oder so. Genauso wie die Fahrwerksabstimmung. Sehr sanft, komfortabel. In den meisten Fällen auch auf wäldigem Untergrund wird so ein bisschen nachgeschwungen. Allerdings kurze Stöße, die mag das Fahrwerk jetzt nicht so. Die werden eher trocken dann an die Insassen gerne mal kurz weitergereicht, ohne aber, dass es hier drinnen wirklich stört. Stören tun auch nicht die Antriebsgeräusche, die sind gut weggedämmt. Ein bisschen schade finde ich, dass das AWAS-System, also der Fußgängerschutz, der akustische im Innenraum so präsent ist, bis ungefähr 32, 33 Stundenkilometer. Ja, das würde ich mir durchaus leiser wünschen. Ist ja schön, wenn man es draußen hört zum Fußgängerschutz, aber im Innenraum, meiner Meinung nach, muss es nicht sein. Auch auf der Autobahn bei hohen Geschwindigkeiten, maximal 160 Stundenkilometer sind möglich, ist die Geräuschdämmung gut. Man hört lediglich die Abrollgeräusche vernehmlich, gerade wenn es draußen nass ist und feucht, dann hört man natürlich so ein bisschen dieses Spritzen oder die Gischtrespektive. Wir haben auch sämtliche Fahrassistenzsysteme hier im iWays U5 an Bord. Nicht umsonst hat er den Euro NCAP mit 5 Sternen bravourös bestanden. Wir haben autonome Notbremssystem. Wir haben eine aktive Spurführung und aktive Spurhaltung. Wir haben eine tote Winkelüberwachung und Querverkehrsassistenzwarnung und so weiter. Also die Systeme sind alle vorhanden hier und arbeiten auch wirklich gut. Auch die automatische Abstandsregelung, der Tempomat mit ist hier sehr feinfühlig abgestimmt. Also wir haben hier insgesamt einfach eine sehr wertige Abstimmung und eine sehr solide Abstimmung auch in die Feine hinein, was man so selten von Importeuren kennt, dass da bis zum letzten Detail auch nochmal so ein bisschen Feinschliff betrieben wurde. Das entspricht ja normalerweise eher den Premium-Anbietern. Wichtig ist natürlich bei einem Elektroauto, was für einen Akku haben wir, wie schnell lädt er und wie weit kommen wir.
Wir haben im iOS U5 nur eine Möglichkeit. Da gibt es einen 63 Kilowattstunden fassende Antriebsbatterie, die sich im Fahrzeugboden in der Mitte befindet und somit auch den Schwerpunkt angenehm absenkt. Von den 63 Kilowattstunden sind bis auf 5% alle Kilowattstunden nutzbar, also haben wir so rund 60 Kilowattstunden zur Verfügung. Diese können wir mit CCS am Schnelllader wieder gefüllt werden. iOS gibt hier zwar eine Peakleistung von 90 kW an, die muss ich aber sagen, konnte ich auch hier in der Praxis auch vielleicht auch aufgrund der niedrigen Temperaturen nicht erreichen. Bei mir lag sie eher so bei 60, 65 kW, was auch daran liegt, es gibt keine wirkliche Akkuvorheizung hier. Das ist natürlich auch für eine Langstreckenplanung ein Thema, denn der Akku muss wirklich von einem selber warm gefahren werden, was ich jetzt nicht so wirtschaftlich und gut finde an sich. Da wäre es schöner, wenn man sagen kann, ich hatte eine Ladeplanung, die man dann vornimmt und man gibt eine Ladesäule an und für da wird dann auch der Akku vortemperiert. Das kann halt hier eben nicht stattfinden, weil auch kein Navigationssystem an Bord ist. Wir können an der Wallbox zu Hause maximal 6,6 kW ziehen, so auch an öffentlichen Ladesäulen. Und das ist dann für mich, der keine öffentliche, also keine heimische Lademöglichkeit hat, sondern öffentlich laden muss, ein Manko. Denn in diesen 4 Stunden ohne die Blockierzeit dann einzuhalten, zieht man eben nicht so viel Energie von einer Ladesäule, wie man es brauchen würde. Finde ich ein bisschen schade, aber iWays hat selber angekündigt, hier für Abhilfe zu sorgen. Bereits Mitte des Jahres soll dreiphasiges Laden, also 11 kW maximal Ladeleistung an Ladesäulen möglich sein. Das würde ich begrüßen. Vielleicht wird dann auch die CCS-Ladung nochmal etwas verbessert. Die Reichweite gibt übrigens iWays laut WLTP mit 400 Kilometern an. Ich denke, mit ungefähr 300 Kilometern kann man zu Sommertemperaturen kalkulieren. Im Winter sollte man da etwas weniger rechnen. Wie viel weniger, das werden wir ja jetzt gleich sehen, wenn wir zum Fazit kommen. Ist es nicht oft so im Leben, braucht man Mut, Mut zur Veränderung, Mut zu Neuem? Und dann ist es doch eigentlich auch nur logisch, wenn man schon das Neue der Elektromobilität beginnt, dann kann man auch durchaus mal zu einem neuen Hersteller greifen. Der iWays U5 ist ein echt gutes Fahrzeug für euch da draußen, für den Alltag. Ja, für die Langstrecke mag er jetzt vielleicht nicht so perfekt sein. Dazu sind die Ladegeschwindigkeiten etwas langsam. Aber wer zu Hause laden kann, für den ist der iWays U5 vor allem für Familien eine echte Alternative. Und die sollten ihn sich auch anschauen. Denn es gibt ihn zu einem unschlagbaren Preis auch noch. 38.900 Euro ist der Einstiegspreis für die Komfortvariante, die aber schon alle Assistenten zum Beispiel mitbringt. Auch Voll-LED-Scheinwerfer, nur dann eben Stoffsitze beispielsweise. Ich finde, das ist ein gutes Angebot. Die Premium-Variante liegt dann bei 42.050 Euro. Wenn wir dann den Umweltbonus in voller Höhe mitnehmen können, plus die Überführung noch einrechnen, dann dürfen wir mit ungefähr 33.500 Euro rechnen. Und das finde ich echt verdammt wenig für ein so großes, gutes SUV mit Elektroantrieb. Das darf man nicht vergessen. Die Wartung gibt iWays an, soll erst nach 8 Jahren oder 100.000 Kilometern erfolgen. Hier ist der Wartungspartner ATU in Deutschland. Vertrieben wird er übrigens durch die Euronics-Gruppe. Bestellt werden tut er dann online oder bestellen könnt ihr ihn dann eben online. Ja, ich würde jetzt mal 8 Jahre Wartung, fände ich jetzt ein bisschen viel gegriffen. Bremsflüssigkeit sollte man meiner Meinung nach häufiger wechseln und auch mal die Innenraumfilter oder die Luftfilter sollten auch durchaus mal früher getauscht werden. Aber gut, nichtsdestotrotz bleiben die Wartungskosten angenehm gering. iWays bietet auch eine entsprechende Garantie bis 160.000 Kilometer oder 8 Jahre hier auf die Antriebseinheit. Finde ich auch sehr fair und auch sehr gut. Also sollte man eigentlich die nächsten Jahre in Ruhe mit dem Fahrzeug haben. Was hat er denn eigentlich verbraucht? Das war ja unsere Eingangsfrage und die ist ja nicht uninteressant. Mit der 60 Kilowattstunden fassenden Antriebsbatterie wäre ich jetzt mit meinem errechneten Verbrauch von 22,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometern rund 260 Kilometer weit gekommen.
Und wenn wir dann im Sommer das Ganze fahren, wo dann die Temperaturen eben angenehmer sind und auch der Akku sich wohler fühlt, dann sollte der Verbrauch auch unter die 20 Kilowattstunden Marke sinken und so in die Richtung des angegebenen Werksverbrauchs laut WLTP von rund 17 Kilowattstunden absinken. Und damit ist er dann auch durchaus angenehm wirtschaftlich zu bewegen und hat auch eine entsprechende Reichweite von deutlich über 300 Kilometer für die meiste Zeit im Jahr. Die meiste Zeit des Jahres solltet ihr natürlich auch gerne meine Videos schauen. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und hat es auch gefallen. Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox, damit wir jetzt diskutieren können über den iWays U5. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und das Video zu liken. Ich bedanke mich recht herzlich, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.